Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker, Part Nummer 22. Ja, im letzten Part haben wir die Flucht vom Horror Express überlebt und haben da auch gleichzeitig hier ein bisschen Pinball gespielt, wobei das hier eigentlich doch eher eine Pachinko-Maschine ist irgendwie, weil halt die Bumper fehlen, wo man die, ja, Toadette wieder nach oben schießen könnte in dem Sinne. Aber wir haben auf jeden Fall gut was erreicht und hier haben wir direkt was Neues wieder. Ja, Kamex Mondscheinturm. Uiuiui, das wird lustig, wenn ich das jetzt schon sehe. Vor allem, weil. Ja, gut, gehen wir einfach mal rein. Ich sehe den Kamek da in der Luft fliegen und. Ja, ich. Kamek halt. Hubblepuff, Lieblings Nintendo-Charakter. Aber ich bin kein so großer Freund von Kamek in dem Sinne. Besonders wenn er einem auf den Senkel geht. Auf jeden Fall ein sehr schönes Level, muss ich sagen. Okay, auf der anderen Seite gibt es direkt erstmal ein paar Münzen einzusacken. Deswegen gehen wir da auch mal direkt hin. Oh! Okay, hier läuft uns Kamek die ganze Zeit hinterher und wir. Ja, also typische, was halt Kamek halt drauf hat. Kennt man ja schon von Super Mario World. Dass er einfach mal wieder irgendwo auftaucht. Ja, da ist er. Und meint hier, Stunk zu machen. Haust du ab. Wird vor allem lustig, wenn man dann hier ein paar Secrets sucht. Okay, da komme ich dann da hoch und. Okay, hier komme ich dann nicht weiter. Okay, ich möchte halt gerne, bevor ich ganz nach oben renne wieder, möchte ich erstmal hier Stück für Stück gucken. Na. Ja, hier gibt es auch wieder ein paar Münzen. Genau das hätte ich gerne. Kann Kamek die Gegner besiegen? Nee, der schießt drauf, was passiert? Nichts. Verdammt, jetzt habe ich die Münzen nicht bekommen. Das Dumme ist halt nur, weil dadurch, dass halt hier der Winkel ein bisschen komisch ist, also heißt komisch, dass halt der Kamek es leicht hat, einen zu treffen. Okay, wir müssen da sowieso hin. Das wäre dann nur eine Abkürzung gewesen. Okay, alles klar. Das meine ich halt. Dass halt der, wenn wir auf einer geraden Strecke sind, dass es das halt einfach hat, uns zu treffen. So, dann hauen wir einfach mal vor ihm ab. Da oben sehe ich schon ein Superjuwel. Ich sehe schon, da müssen wir über die Pflanze, sag ich schon. Oh, können wir Kamek abwerfen? Das wäre interessant zu wissen. Kamek? Jetzt hängt er da hinten rum. Wobei, ich glaube, der schwebt zu weit oben in der Luft immer, gell? Dass man ihn dann so nicht trifft. Ne, der ist, glaube ich, zu weit oben. Schade, schade. So, erstmal die Pflanze besiegen. Oder meint ihr, man könnte ihn treffen? Ich kann es ja mal ausprobieren. Wäre zwar natürlich ein bisschen suboptimal für ihn, weil er dann halt. Ne, man wirft nach unten anstatt nach oben. Also macht das keinen Sinn. So. Weil sonst wäre das ganze Level irgendwie ein Witz, wenn man Kamek einfach mal besiegen könnte und am Ende ja, taucht er nicht mehr auf. Okay, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Okay, interessant. Ich habe die Tür zwar noch nicht gesehen dafür, aber es wird auf jeden Fall doppelt interessant. Das geht nur nach oben. Okay, das bringt dann noch nichts. Was ich. Ach so, warte mal, das müssen wir dann so machen irgendwie. Ja, aber nicht so, wenn ich runterfalle. Ah. Ja, ich vergesse immer, wenn man. Also, ich habe irgendwie die Gewohnheit, wenn ich was werfe, dann drücke ich auch in die Richtung. Aber eigentlich braucht man nur in die Richtung zu schauen und dann einfach zu werfen. Also, ich habe halt das Gefühl, wenn man halt in die Richtung drückt, dass man dann weiter wirft. Von Zelda Games und Co. Aber eigentlich ist es natürlich eher Schwachsinn, was ich hier mache. Der Vorteil ist ja, dass wir den Schlüssel hier einfach wiederkriegen, weil er an seinem Ursprungsort zurückkehrt. So, Achtung. Und jetzt einfach ganz gemütlich rüberwerfen. So, alles klar. Und dann holen wir ihn einfach so. Pusten. Oh. Okay, der Schlüssel verschwindet, wenn man pustet. Wie kriege ich dann den Schlüssel hoch? Ach so. Ja. Man kann ja. Oder kann man vielleicht. Ich bin überlegt gerade, weil man konnte ja Rüben schon durch die Röhren werfen. Vielleicht geht es auch mit dem Schlüssel. Weil irgendwie müssen wir den Schlüssel ja nach oben kriegen, weil sonst macht das Ganze eher keinen Sinn, dass wir da einen Schlüssel kriegen. Wenn er denn da bei dem. Da ist übrigens die Tür, sehe ich jetzt erst. Schon dreimal dran vorbeigelaufen. Na, Kamek? Das habe ich halt gemeint, weil man halt in dann so einem dummen Winkel steht, dass man halt da durch den ganzen Gang schießen kann. So. Ja, das ist halt der Grund, warum man Kamek mal nicht. Ne, ich krieg den da nicht reingeworfen, gell? Wie kriege ich dann den Schlüssel darüber? Oder generell, wie. Was,
Ich bin gerade etwas überfragt mit dem Schlüssel. Wenn er nämlich da verschwindet. Ich puste nochmal. Jetzt bleibt da. Warum ist er vorhin verschwunden? Keine Ahnung. Haben wir nicht zu wild? Sofern wir Kami ausweichen können. So, hier nach oben. Den Schlüssel können wir auch als Waffe benutzen. Problem ist nur. Ja, das wollte ich schon fast sagen. Dass er halt einem wieder runterfallen kann, wenn man. Wenn man nicht richtig aufpasst. Ja, das ist bestimmt Absicht, dass da keine. Keine. Kein Geländer ist. So. Ja, also frag mich, warum der vorhin verschwunden ist, der Schlüssel. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder. So, hier ist nichts versteckt. Okay. Okay. Aber die Piranha-Pflanze kriege ich dann gut. Na, wie hat den gerade Toadette geworfen, verdammt. So ganz komisch gegen die Wand. So, haben wir hier noch irgendwas zu besiegen? Ne, dann Schlüssel rein und go. Dass wir dann zumindest das hier nicht mehr machen müssen. So, Kamek, du hörst auf. Na, ich bleibe am Türrahmen hängen. Und hier gibt's wieder Münzen. Also immer wenn so viele Münzen versteckt sind, gehe ich immer fast davon aus, dass man Münzen sammeln muss. Hier könnte man unten auf den Schalter gehen. Aber da kann man nicht lang, okay. Kamek ist gerade sonst wohin geflogen. Einfach mal ganz da oben, okay. Ah, ich sehe gerade. Achso, wir sind da oben rausgekommen, okay. Okay, hier geht's da lang. Ich gucke nur gerade kurz. Ich glaube, es macht schon Sinn, wenn wir erst den Schalter hier berühren. Oh, okay. Jetzt hatte ich die Frage, ob es wirklich Sinn macht oder ob wir jetzt uns vielleicht da doch irgendwas jetzt schon im Vorfeld verbaut haben. Aber im Hinterher sind wir immer schlauer. Also, dass man halt erst nach links geht, guckt und dann halt den Turm dreht, so rum. So denke ich halt. Na, Achtung. Immer auf Kamek aufpassen. Ne, hier gibt es dann auch wieder nichts, gell? Oh! Ich habe gerade gar nicht gesehen, wo ich langlaufe. Verdammt. Man merkt schon, hier wird es jetzt schwieriger, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben zwar jetzt alle Juwelen, aber wenn es nach Münzen geht, muss ich halt trotzdem sammeln. Ja, manch einer würde sich vermutlich denken, es macht vielleicht sogar mehr Sinn, wenn man erstes Level einfach nur durchspielt und danach halt guckt, was man machen muss. Aber ja, ich bin halt irgendwie so drauf, dass ich halt trotzdem gerne Münzen sammle. So, hier waren keine Münzen, die waren oben, okay. Aber hinter den Baumstümpfen waren welche. Das Level ist echt nicht ohne, muss ich sagen. Also auch von der Länge her, in dem Sinne. Man darf halt einfach nur nicht treffen lassen, so. Ja gut, was sage ich von der Länge her? Wenn man dann einmal den Weg kennt, dann rennt man hier durch und ja, hat dann sonst nichts zu tun. So, den Schlüssel brauchen wir ja zum Glück nicht mehr. Es sei denn, wir müssen die Piranha, wollen die Piranha-Pflanzen nochmal besiegen. Was hier auch eine Möglichkeit wäre, dass man halt alle Gegner besiegen muss. So. Einfach nur, damit ich die Münzen habe dafür. Na, gerade noch so geschafft. Ja gut, das Juwel haben wir ja schon. Und hier den Schlüssel. Ja gut, ich hole ihn trotzdem nochmal. Einfach nur wegen hier als Waffe und. Okay, es kann sein, dass er. Deswegen ist er verschwunden. Okay, der ist beim letzten Mal eingeklemmt worden. Und deswegen. Ich habe nicht richtig hingeworfen und dann. Ja, jetzt ist er vermutlich auch wieder. Liegt er falsch? Ja. Eigentlich könnte ich ja gerade liegen lassen. Warum? Ich muss ja gar nicht das Ding nach oben bewegen, gell? Ich falle ja eh runter. Wenn man es immer so unnötig kompliziert macht, ich weiß. So, Schlüssel her. Ja, immer nach unten gucken und pusten und gleichzeitig wieder nach oben gehen, ist so eine Sache. So, diesmal. Na, verdammt. Ich bin ja froh, dass ich im Laufen den Schlüssel einsammeln kann, aber ich würde halt gerne werfen, ohne dass er runterfällt. Oh, ja, ich sage immer Gegner besiegen und am Ende muss ich. Ist ja Kamek selbst noch ein Gegner, den man besiegen müsste. Aber es heißt ja manchmal auch nur bestimmte Gegner. So, Schlüssel mitnehmen. So. Piranha-Pflanze besiegen. Nochmal besiegen. Na. Ich könnte ja auch Kamek gegen sie schießen lassen, gell? Wenn ich gerade so überlege. Mein Schlüssel. Könnte man ja sogar ausprobieren mal, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, als man meinen könnte. So, okay, Schlüssel eingesetzt, passt schon.
Ja, und wie... Verdammt. Verdammt. Und wie halt gesagt, wenn es halt irgendwann mal soweit ist... Ah, seht ihr? Da ist was. Da ist was. Also erst hier das... Na, ach, das kann natürlich auch gewesen sein. Ja, dass ich gegen die... Ja. Wisst ihr was? Ich mache das selber jetzt durch. Und danach gucke ich halt, was wir beachten müssen. Weil sonst sammle ich noch dreimal alles ein und dann brauche ich nur auf eine Sache zu achten. Na, ja, gut, da, ja. Aber gut, das ist ja, ja, es soll ja nicht einfacher werden in dem Sinne. So, aber die Pflanze tue ich trotzdem besiegen hier. Einfach nur, weil ich es kann. So, go, go, bisschen schneller. So, ich husche einfach jetzt mal durch. Einfach nur, weil man es kann irgendwo. So, hier nach oben. Weil es kann gut sein, dass da oben halt zum Schluss jetzt noch ein Superjuwel ist. Und dann müssen wir da ja auch nicht mehr hinlaufen. So, also nicht gegen die Bäume laufen. Das ist nämlich mein Fehler gewesen, glaube ich, beim letzten Mal. So, ach, da werden ja in Anführungszeichen nur ein Pilz oder halt auch 10 Münzen. Darf man auch nicht vergessen. So, hier ist dann auch nichts. Okay, alles klar. Am Ende geht es dann halt wirklich um die Münzen und ja. dann darf man sich natürlich auch nicht treffen lassen. So, hier war ja nichts. Okay. Also echt nicht ohne das Level. So ein bisschen. So, Achtung, die Pflanzen. Die sind ja eigentlich an sich nicht gefährlich, weil die sind ziemlich langsam, was den Angriff angeht. Und auch sonst ist es halt doch relativ simpel. Ja, und die Münzen kriegt man auch nochmal extra, gell? Hier, sehe ich gerade. So, nochmal hier nach rechts gehen. Könnte auch überall vielleicht ein Pilz versteckt sein. Ja, ich krieg langsam wieder einen trockenen Hals, ja. Ich sollte mal zwischendurch auch mal was trinken bei den Aufnahmen. Okay, wir laufen hier die ganze Ausrum. Lass mich raten, wir können jetzt Karmic abschießen am Ende, oder was ist da oben? Sieht aus wie so ein Kanonenlevel. Okay, ich sehe schon. Ja, ja. Oh. Ja gut, die Münzen kriege ich auch mit den... Mit der Kanone. Oder ich darf nur dreimal schießen. Kann natürlich... Oi. Wenn man so Ego-Sicht sieht, dann ist es schon interessant hier. Einmal. Ja, ich schieße mal bewusst nur dreimal. Und zwar genau mal, dass ich halt dreimal genau den Karmic besiege. Dass es vielleicht sogar die Aufgabe ist in dem Sinne. Okay. Die müssen sammeln auch noch ein, einfach nur, weil es kann. Wobei ich mich gerade frage, wie kommt man denn da unten rein? Weil mal, bevor ich dann zum Stern gehe, möchte ich schon mal kurz nach unten gehen. Vielleicht habe ich da irgendwas Leichtes übersehen. Wartet mal. Gab es hier irgendwo einen Weg hier in die Mitte? Da. Nee, da ist die Röhre. Warte mal, da ist das Loch. Ach so, ich sehe es. Ja. Auf die Holztypen drauf und dann da hochlaufen, so rum. Ja, jetzt ist es garantiert so gewesen, dass ich hier bestimmt alle Münzen sammeln müsste und jetzt ärgere ich mich da ein bisschen drüber. Ah, unser Superjuwel, genau. Und noch ein paar andere Sachen, alles klar. Na gut, werden wir ja dann sehen, wenn ich alles brauche. Oder soll ich schon mal runterlaufen, weil der Kamek ist ja jetzt weg. So, dass ich halt hier unten nochmal... Na, ich muss nach links laufen, gell? Dass ich halt da noch den Münzhaufen einsammle. Einfach nur zur Sicherheit. Ich sehe schon fast kommen, dass ich heute nur ein richtiges Level schaffe. Das andere kann ich dann wohl nur einmal anspielen und... Ja. Aber gut. Wie schon gesagt, es soll ja nicht einfacher werden. Ich bin froh, wenn es auch mal längere Level sind. Wenn man dann ein langes Level hat im Vergleich. Meine Stimme versagt nur so leicht. So, ich hoffe mal, dass es von den Münzen her an sich reicht. Das Einzige, was mir jetzt halt noch gefährlich werden könnte, ist, dass ich entweder in die Piranha-Pflanzen reinlaufe oder dass ich halt, dass ich den, dass ich gegen die Baumstümpfe laufe in dem Sinne. Oder dass ich die Lust verliere und einfach ausmache. Aber das wird wohl nicht passieren. So, ich mache das mit dem Schlüssel jetzt nochmal extra. Einfach nur, ja, jetzt habe ich ja keine Gefahr mehr. Und ob ich jetzt noch Münzen oder halt Gegner besiegen muss, das sehe ich ja dann hinterher. Münzen besiegen, Münzen einsammeln. Kommst du hoch? Ach, ich habe da unten noch Münzen gesehen. Ja. Sorry, die möchte ich noch mitnehmen.
Ach ja. Na komm, den Schlüssel kann ich auch wegwerfen. Den kann ich oben nochmal einsammeln. Bringt mir ja eh nichts, weil ich kann ja kommen mit dem Schlüssel nicht mehr hoch. So. Ja. Wie sagt man, auch geduldig kommt man ans Ziel. So, hier noch ein paar Münzen einsammeln. So, alles klar. Hätte ich auch beinahe übersehen in dem Sinne. Jetzt habe ich genau 200 Münzen. Also wenn es heißt hier, ich brauche 200 Münzen, die habe ich. Meistens waren es ja weniger, als man wirklich insgesamt einsammeln kann. Aber ist ja kein Nachteil dann. Wir kriegen ja auch gut Leben in dem Sinne. So. Und wenn man das so sieht, dann habe ich ja in dem Sinne dann auch alles geschafft. Also ansonsten gibt es halt, was gibt es dann sonst noch für eine Möglichkeit, dass man halt irgendwie keine Gegner besiegt oder sowas? Wobei man dann husten. Weil man ja dann Kamek auch nicht besiegen dürfte und den muss man ja besiegen. So, ja, war mir klar, dass. Die wirft da immer so ein bisschen fester als. Oder ich könnte mich auch einfach drehen, gell, in die andere Richtung und dann werfen. So, jetzt aber. Ach ja. So. Ja, ich denke mal, dass ich das nächste Level dann wohl dann nur wieder anspielen werde. Also entweder auf den Pixeltod oder auf die Spezialaufgabe verzichten. Weil sonst wären die Parts halt zu lange. Ich war ja eigentlich eher so drauf, dass ich zwischen. Ah, verdammt. Zwischen 20 und 25 Minuten Parts mache und keine 30. So, alles klar. Hier sind noch ein paar Münzen. Also hier gibt es auf jeden Fall genug Münzen. Da kann man sich nicht beschweren. So, jetzt dürfe ich auch alles haben hier. Da in der Ecke habe ich schon geguckt gehabt. Jetzt sammeln wir mal unseren Stern ein. Der Stern dürfte am besten auch noch 1000 Münzen geben. Dann bräuchte man nie wieder Münzen sammeln. So vom Wert her. Aber wenn man von Mario Party ausgeht, ist ja so ein Stern 20 Münzen wert. Von daher, ja. Passt das. So, stimmt ja. Ich darf ja den Pixeltod in dem Level nicht vergessen. Jetzt fällt er mir gerade wieder ein. Und was? Ja, Münzen. Gut, dass ich nochmal rumgelaufen bin. Sehr schön. Da müssen wir jetzt zumindest wegen den Münzen nicht nochmal rein. Aber es wird mir beim Suchen der. Ja, der kam mir auf den Sack gehen. Mich würde es sogar in dem Level nicht wundern, dass der Pixeltod. Ja, also wenn ich jetzt eh brauche einen Pixeltod, dann ist das das Letzte, was ich in diesem Part mache. Dass der Pixeltod da versteckt ist, oben, wenn man den Turm drehen muss. Würde mich nicht wundern. Ansonsten vielleicht im Inneren irgendwo, wo man halt sich versteckt so ein bisschen. Oder hier irgendwo am Rand unten. Aber das kann ich mir, glaube ich, auch nicht vorstellen. Nee. Das ist auch nicht in jedem Level so. Ich höre ihn. Kamek, ich sehe gerade nichts. Da ist er. Der war direkt unter den. Ja. Ja, Kamek, hör mal auf. Direkt unter dem Münzhaufen versteckt. Ja, gut, dann passt es, ja. Ja, gut. Dann kann ich ja doch noch das nächste Level mal kurz einmal anspielen oder einmal durchspielen in dem Sinne. Was haben wir hier? Tolles Level, oder? Glaub fest an ein Wiedersehen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mit dem Gold. Mit dem Gold-Tragadon hier durch. Ach, das ist Toad. Stimmt ja, Toad hat ihn ja besiegt, gell? Okay, können wir hier dann wieder schön mit Münzen rumballern. Mit Feuer ballern. Ja. Das ist halt nur so ein, ja, so ein Just-for-Fun-Level in dem Sinne. Ich meine, wir können auch ohne Feuer zu spucken hier durchlaufen. So, aber vielleicht gibt es hier ja trotzdem irgendwas. Keine Ahnung. Dass man vielleicht irgendwie die, ja, seht ihr, ich habe den einen. Na gut, der stirbt auch so. Der, Punktkäfer. Pünktchen. Pünktchenkäfer. Ah, ich kann sogar nach vorne lehnen. Nach hinten sehe ich gerade. Und nach unten und nach oben. Okay. Interessant. Natürlich die Frage, ob man hier auch wirklich alles einsammeln kann. Ist im Prinzip dieselbe Animation, nur halt mit Toad anstatt Toadette. An sich sieht ja Toadette genauso aus wie ein Toad, nur dass er halt pink ist mit den, ja, mit den Zöpfen. Oh! Wisst ihr was? Da will ich schon mal reingucken. Hoch hinaus auf Retro-Rampen. Das Level will ich schon mal angucken. Das ist ja geil. Einfach mal so ein Donkey Kong-Level. Und die Musik? Ja, die Musik ist auch noch passend. Sehr schön. Und auch noch so ein leichter Touch, auch immer noch von Captain Toad Treasure Track Musik. Also beides eigentlich.
Ist das geil gemacht. Alter, was für ein schönes Level. Richtig schönes Level hier. Ich kann mich gerade überhaupt nicht satt sehen. So, Achtung wegen den Fässern. Hätten sie ruhig den Fässer machen können, aber gut, es ist ja immer noch Captain Toad Treasure Tracker. Sehr, sehr schönes Level. Okay, die Pünktchen, die sind so eine Sache. Oh, und da kriegen wir da eine Spitzhacke oder was? Da werde ich dann wohl drüber hüpfen müssen, in dem Sinne. Achtung. Und die können wir ja so kaputt machen, das kennen wir ja schon. So, Achtung. Was haben wir denn da? Schönes Versteck dahinter. Oh! Ja, wir haben Käfer. Das war natürlich suboptimal. Na, geht kaputt. Ich gehe erstmal nach links und guck mal, was da alles ist. Vielleicht haben wir ja auch irgendwas. Münzen, okay. Nur Münzen, okay. Aber was heißt nur? Ich hätte die auch antippen können, genau. Schön, dass ich mir die auch alle antippen kann. Lassen die vielleicht auch eine Münze fallen? Okay, die lassen alle eine Münze fallen. Ja. Also merken, wenn man auf Münzen spielt, muss man wirklich darauf achten, dass, ja. dass man auch jeden Gegner hier antippt. So, warte mal, ich will jetzt an diesen Fallen, jetzt muss ich halt umgreifen. Ja, das seht ihr vielleicht jetzt nicht, aber ich habe halt mit der linken Hand habe ich den Stylus in der Hand, mit der rechten habe ich gerade den, ja, das Ding berührt, den 3D-Stick. So, okay, alles klar. Ach, da oben gibt es ja auch nochmal ein etwas, gell? Also echt interessantes Level, aber auch gleichzeitig ein bisschen, okay. Ja, das Problem ist halt jetzt nur, okay, sogar der geht kaputt. Dass wir diese Spitzhacke nicht oben verwenden können, gell? Nicht wirklich. Na, komm. Hui. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Level. Ganz ehrlich. So, was haben wir hier? Ein Pilz, den nehmen wir gerne mit. So. Oh. ja, wenn man runterfällt, dann ist natürlich suboptimal. Und da oben ist schon das Ziel. Okay, wir können auf jeden Fall hier auch wieder die ganzen Blöcke zerstören, um zu gucken, was wir da haben. Wir können sogar den Stein in der Luft festhalten. Okay, auch gut zu wissen. So, alles klar. Und da oben müsste man noch irgendwie reinkommen, gell? Ah, da ist die Leiter. Okay, alles klar. So, Achtung, weil da ist ja auch ein Loch. Darf ich nicht vergessen, dass man da... Ach so. Lass mich raten. Da oben rechts ist eine Spitzhacke. Ne, wobei. Doch, da ist eine Spitzhacke. Müssen wir runterspringen und dann, ja, die Blöcke aktivieren. Und ich merke auch gerade, dass wir uns... Ich habe da unten ein Superjuwel übersehen. Wie komme ich denn da rein? Achso, da ganz unten. Okay, warte mal, dann hole ich das mal eben. Achtung. Böser Werfer. So, alles klar. Schön ums Eck. Warten und go. Oh ja, das ist halt immer das Schöne. Man muss halt ganz ehrlich sagen, man könnte wirklich sagen, Nintendo wiederholt sich oft, was die Sachen angeht, aber ich finde es immer noch extrem, wie Nintendo auf Retro ist und trotzdem immer wieder sich was Neues einfallen lassen kann in dem Sinne. Also mir gefällt es hier persönlich, weil es auch so gleichzeitig... ja, Fanservice für Retro-Spieler ist. So. Muss nur ganz kurz gucken, dass ich das so mache, dass ich mir die halt einsammeln und dann direkt nach unten renne, gell? So, Achtung. Schön durch hier. Und alles klar. Okay, jetzt muss ich halt nur mal gucken, wie komme ich... Achso, stimmt ja. Ich kann einfach von oben auf den Kopf hüpfen. Dümm. So, alles klar. Na, Kamera. Wobei, den kann man nicht wirklich besiegen, gell? Nee. Da kommt man leider nicht dran. Ja gut, nicht so wild. Dann, ja, holen wir uns den Stern und haben Spaß. Schönes Level hier, auf jeden Fall. Aber, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen.
Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Ich sehe auch gerade, wir haben alle Blöcke zerstört. Sehr schön. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Captain Toad Treasure Tracker sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.